Franziska, zählt bei Ihnen auch dieses Motto, ich will den maximalen Erfolg? Ah ja, das ist schön ausgedrückt, ja. Klar, also ich fahre jetzt auch zur WM und habe da gewisse Zielstellungen und nach den Vorergebnissen kann es eben jetzt auch nicht darum gehen, nur unter die Top 10 zu laufen, sondern da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr drin. Mit was liebäugeln Sie? ja, also ich würde mich jetzt schon auch über ein Einzelpodest freuen. Das ist doch mal eine Aussage. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre erste WM? Ja, habe ich. Die war hier in Ruhpolding. Und wie war die für Sie? Ja, ich würde sagen, die war ein bisschen durchwachsen. Also ich kann ja, glaube ich, einiges Positives mit rausnehmen, aber es sind auch ein paar Sachen nicht so gut gelaufen, die wir aber jetzt in den letzten Jahren schon besser gemacht haben. Jetzt ist also Oslo. Wann wäre meine WM erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Ja, wenn ich mit Medaillen nach Hause komme. Oslo, der Holmenkollen, das ist immer was Besonderes. Was ist da so besonders an dem Holmenkollen? Ja, es ist einfach irgendwie dieses Gefühl, wenn man nach Oslo geht, man hat gleich die Hauptstadt mit drumherum und dann der Holmenkollen mit den Skisprunganlagen, mit dem Biathlonstadion, mit den Langlaufstrecken. Das ist irgendwie so kompakt und man weiß einfach, dass es irgendwie auch so ein traditioneller Ort ist. Wir haben eine schöne Anlage dort, einen schönen Skistand, tolle Laufstrecken und ja, da freuen wir uns irgendwie immer. Ich freue mich dann, dort hinzugehen. Die WM-Favoriten zu nennen ist nicht so schwierig, aber wer könnte denn aus Ihrer Sicht überraschen? Ja, also ich glaube, Überraschungen sind immer wieder möglich. Das haben wir letztes Jahr gesehen in Kontiolahti, wo die Polin, die Weronika Nowakowska, aufs Podest gelaufen ist im Sprint. Und ja, das kann jetzt wieder genauso passieren, dass irgendwer, den man vielleicht nur so halb auf der Rechnung hat, plötzlich ganz vorne mit reinläuft. Wie ist es bei Ihnen vor einem Wettkampf? Suchen Sie eher die Ruhe oder die Ablenkung? Ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie aufgeregt ich bin. Also da gibt es auch immer so verschiedene Stufen. Also bei manchen Rennen geht man oder kann ich relativ entspannt reingehen und andere sind wieder so, dass ich vorher schon so aufgeregt bin. Weshalb auch immer, das ist einfach so. Erinnern Sie sich an den Satz Ihres Trainers nach einem Riesenerfolg bei Ihnen, was er da gesagt hat? Ja, der ging bestimmt irgendwie weiter mit, kommt auch dann schon das nächste Training oder so. Ja, weil man darf sich ja nie ausruhen. Also es geht ja immer darum, dass man sich weiterentwickelt. Und ich habe auch mal so einen schönen Spruch gehört, wer aufhört besser sein zu wollen, hört auf gut zu sein. Und ich glaube, so funktioniert es im Sport. Haben Sie einen Traum? Ach, da gibt's viele. Also jetzt speziell zur WM, klar, wäre das auch schön, wenn wir da zum Beispiel mit der Staffel auch diesen Titel vom letzten Jahr verteidigen könnten. Nach dieser doch sehr erfolgreichen Saison, zweifeln Sie auch manchmal an sich selbst? Das ist weniger geworden. Nein, also so generell ist es für mich wirklich diese Saison gut gelaufen und genauso kann ich jetzt auch in die nächsten Rennen reinstarten. Also ich habe das Selbstbewusstsein, ich weiß, das Training hat funktioniert, jetzt auch das Training in der Vorbereitung läuft gut und von daher kann ich da auch entspannt in die nächsten Rennen gucken. Gibt es auch eine Erfahrung, auf die Sie gerne verzichten wollen würden? Ja, die gibt es immer. Also, es gibt dann so Sachen ja, wie in Kenmore, wo es mir dann passiert, dass ich liegend drei Fehler schieße, weil ich halt falsch auf den Wind reagiert habe. Muss man nicht haben, ist passiert, habe ich wieder was gelernt und dann passiert es mir hoffentlich beim nächsten Mal nicht wieder. Zum Abschluss, wie entspannen Sie? Einfach mal Füße hochlegen auf der Couch und dann nichts machen. Das ist ja erstmal nicht der Fall, nicht wahr? Es geht dann auch so viel Erfolg in Oslo. Dankeschön.